Joachim, hier ist die Audio Session aus der Filiale in Frankfurt. Und was gibt's Schöneres als in unserer Fender Boxenkasse bei Fender nach Neuheiten zu schauen? Und was mir hier ins Auge fällt, American Ultra Lux in Two-Tone Sunburst. Einmal Strat und einmal Telecaster, aber die beiden hole ich euch das nächste Mal ins Video. Heute geht's um HSS, SSS, Ultra Lux. Jetzt im Video. American Ultra Lux Stratocaster. Und manchmal denke ich mir, geht Fender so ein bisschen der Erfindungsreichtum aus, was Namen angeht. Ich komme selbst durcheinander. Also ist es jetzt eine Elite oder eine Elite? Ist es jetzt eine Ultra? Ist es jetzt eine Deluxe? Ist es jetzt eine Ultra Lux? Ist ein bisschen undurchsichtig und ich habe mal einen Serienüberblick gemacht über die ganzen Fender Stratocaster Serien. Da ging es auch ein bisschen durcheinander. Ja? Da geht es um die Player-Strat, die früher mal die Mexiko-Standard war. Und dann geht es um die Professional, die damals mal die American-Standard war. Und die jetzige Deluxe ist jetzt eine mexikanische Gitarre. Und letzten Endes geht es ja immer um verschiedene Preiskategorien. Ja? Und natürlich geht es dann auch um bestimmte Ausstattungen, die bei Gitarren Platz finden. Und die bekannteste oder die Gitarre, die am häufigsten genannt wird, wenn es darum geht, ich brauche eine Strat, ist die American Standard Strat. Die gibt es ja schon lange nicht mehr, die heißt jetzt American Professional. Und aus dieser Serie gibt es eine Deluxe-Variante, das heißt die Ultra Strat mit Noiseless Pickups, beziehungsweise jetzt ganz neu die Ultra Lux Stratocaster. Hier als HSS-Version gibt es zwei Versionen, einmal als Floyd HSS und auch als SSS Standard. Habe ich auch ins Video geholt. Ultra Lux in diesem super geilen Plasma Red Burst. Super, super geil. Und die Gitarren haben so ein paar Neuheiten, die es auf jeden Fall zu nennen wert sind. Zum einen, ich bleibe mal bei der HSS-Strat für einen kleinen Moment. Es geht natürlich immer bei einer Deluxe oder bei einer Ultra-Strat um so Features, die das Spielen leichter machen. Ja? Oder die einem so ein bisschen entgegenkommen. Dazu gehört auf jeden Fall der verjüngte Hals-Korpus-Übergang auf der Rückseite, weil manchmal wird dieser Klotz bei einer Standardstratte so ein bisschen als störend empfunden, wenn man in den oberen Lagen spielen möchte. Deswegen gibt es zum Beispiel auch im Custom Shop die Möglichkeit, diese Option zu wählen, wenn man sagt, ich will diesen Klotz hier oben in den oberen Lagen nicht haben. Dann natürlich 22 Bünde. Ganz, ganz klar. Und ein Floyd-Rose-System. Ja, ich bin sehr, sehr großer Floyd-Fan. Meine erste Gitarre war eine Floyd-Rose-Gitarre. Das heißt, ich habe davor wenig Angst und habe immer meine Saiten auch gewechselt und so weiter. Ist aber trotzdem so ein kleiner Angstgegner. Auf der anderen Seite habt ihr ja gehört, eine Floyd-Strat ist absolut verstimmungsfrei. Ja, und das ist wirklich klasse. Deswegen gibt es hier oben auch die Klemmnuss. Das, oder Locking Nut auf Neudeutsch. Da werden die Saiten praktisch abgeklemmt. Und dann braucht es hier oben auch keine Locking-Mechaniken, wobei die SSS-Version hat Locking-Mechaniken am Start.
Hier könnt ihr sie sehen. Und das ist schon eine klasse Geschichte, weil die Saiten sich dann hier oben weniger Schlupf leisten können. Sie werden einfach hier oben eingehangen in die Mechanik und dann schlupfen die Saiten, wenn überhaupt, noch über den Sattel hier. Den habe ich ein bisschen geschmiert. Und wirklich frappierend ist, muss man sagen, also auch die SSS Non-Floyd-Variante ist verflucht verstimmstabil. Normalerweise eine Sache, die ich nicht so gerne mache im Video, wenn es nicht gerade eine Floyd-Gitarre ist, dass ich wirklich sehr, sehr stark mit dem Hebel spiele, obwohl ich es total liebe, aber ich hasse so sehr verstimmte Gitarren und im Video noch tausendmal mehr, weil es mich einfach komplett rausbringt. Aber das funktioniert in dem Moment wirklich klasse. Und ich werde oft gefragt, sag mal, wie machst du das eigentlich beim Videodrehen, wenn du hier vorm High-Gain-Amp sitzt? Ja, ich habe bis jetzt nur High-Gain gedudelt, es kommt gleich auch ein bisschen was Cleaneres und du hast keine Nebengeräusche. Eine Strat ist schon wirklich die Hölle, wenn die Pickups brummen. Ja, absolut. Und jeder Gitarrist hat da so seine Tricks. Man kann auch schnell mit dem Volumenpotty arbeiten oder sich so ein bisschen in den Winkel setzen. Und die Ultralux-Strat kommt mit Noiseless Pickups und das ist wirklich der Hammer, denn ich bin wirklich hier im High Gain und die Pickups brummen leiser als Humbucker, also brummen gar nicht. Ja, wenn ich mir hier zeige, das ist wirklich der voll aufgedrehte Hals-Pickup. Steht total auf Tremolo. Und in dem Moment, wenn es funktioniert, da fängt man an rumzuspasten, das ist der absolute Hammer. Vor allem dann, wenn die Gitarre danach einfach noch verstimmfrei ist. Und das ist natürlich dann auch der Fall, wenn so ein Standardvibrator über zwei Messerkanten geführt wird, da ist die Reibung noch etwas geringer als durch sechs normale Vibrato-Schrauben und der Hebel wird in dem Fall einfach eingesteckt oder rausgezogen. Zack, na, da kann man es ganz gut sehen. Wenn ihr jemals eine Deluxe oder auch eine professionelle Strat habt von Fender, nicht zögern, einfach feste drücken und dann macht's klack und dann super geil. Ich gehe mal eine Gainstufe runter und was wirklich eine Strat auszeichnet, sind diese Zwischenpositionen und ich bin nicht so der größte Fan von Noiseless Pickups und generell klingen Noiseless Pickups schon immer etwas weniger Vintage-Strat orientiert. Auf der anderen Seite, wer von euch mal im Studio gesessen hat und hat vielleicht irgendwelche Aufnahmen versucht zu machen und der Toningenieur sitzt da auf seinem knarzenden Ledersessel und guckt so nach hinten und sagt, sag mal, du brummst ganz schön, kann man da irgendwas machen? Und dann denkt man sich so, oh Gott, ich hätte vielleicht doch meine Les Paul mitnehmen sollen. Aber auch Les Pauls brummen, ne? Also klar, Humbucker etwas weniger, weil die Spulen gegeneinander gewickelt sind und sich dadurch die Nebengeräusche aufheben. Das ist bei Single Coils nicht der Fall. Trotzdem ist es so, dass Noiseless Pickups wirklich eine sehr, sehr nützliche Geschichte sind. Vor allen Dingen dann, wenn man einfach diese Brummfreiheit braucht. Ja. Und ich habe schon auf Bühnen gestanden, da kennt man keinen Morgen und gestern, wenn es dermaßen brummt, wenn die Lichtanlage da ist und irgendwelche komischen Trafos einstreuen, da sieht man kein Land. Ja, das ist echt brutal, vor allem wenn es noch über die PA kommt. Insofern breche ich heute meine Lanze für brummfreie Pickups. Auch wenn sie mir im direkten Vergleich mit handgewickelten Custom Shop Pickups natürlich weniger gut gefallen, weil ich natürlich immer auch praktisch auf diesen Vintage
Sound stehe. Trotzdem sehr, sehr geil, weil natürlich die Gitarre eine absolute Player-Strat ist. Ja? Das heißt, ich habe hier einen neuen D-Hals, das heißt, der geht nach oben, wird ein bisschen fetter, ja? Nennt sich praktisch Augmented D. Ist wirklich super geil. Ich liebe es, wenn diese Griffbrettranden, die Griffbrettkanten gerundet sind. Ja, ich bin hier unterwegs und habe hier wirklich ein super Spielgefühl. Und das erste Mal in der Fender Story Stainless Steel Frets. Ja, sind extrem abriebfest. Ja, habe ich bis jetzt bei Suhr öfter mal gesehen. Ja, vielleicht hat sich der Fender auch ein bisschen inspirieren lassen. Und das ist wirklich ein Highlight. Absolut verschleißfreie Bünde, Augmented D-Hals, natürlich Matching Headstock, um das Ganze auch optisch irgendwie ein bisschen so einzufangen. Ultra Noiseless Pickups und natürlich ein 10 auf 14 Compound Radius. Was soll das heißen? 10 Zoll hat man ja fast schon bei Custom Shop, da hat man meistens 9,5. Aber die Griffbrettwölbung, ja, ist praktisch so ganz entscheidend für das Spielgefühl. Ja, das heißt, wenn ich nach oben gehe und ziehe die Saiten wirklich extrem hoch und habe die Saitenlage sehr flach, dann ist die Möglichkeit oft gegeben, dass ich so ein Outfretting bekomme. Ja, das ist bei einem 14er Radius überhaupt nicht der Fall. Beziehungsweise auch ganz wichtig für ein Floyd Rose System, weil ein Floyd Rose hat natürlich einen 14er Radius. Ja, hier kann man es vielleicht ganz gut sehen. Sehr, sehr flacher Griffbrettradius, der vom Floyd ausgeht. Insofern ist es logisch, dass natürlich auch die Ultralux ein 14-Inch Griffbrettradius hat. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, über den S1-Switch, der gute alte S1-Switch, den Humbucker zu splitten oder zu tappen. Ja? Problem, wenn man einen Humbucker ganz normal splittet und es läuft nur eine Spule, ja, dann klingt ein Humbucker schon extrem dünn. Bin ich nicht so ein riesen Fan von. Es gibt Humbucker, mit denen das funktioniert, aber dann sind natürlich die Humbucker als Humbucker zu fett. Das ist immer so ein bisschen ambivalent und ich verzichte dann eigentlich immer gerne drauf, den Humbucker alleine zu splitten. In dem Fall habe ich den Humbucker getappt. Das heißt, es wird praktisch eine Spule an einem anderen Punkt angezapft. Ich habe also eine andere Wirkungsanzahl und dadurch auch einen anderen helleren Gitarrensound. Und so soll es sein, vor allen Dingen auch mit den Hot Noiseless Ultra Pickups zusammen. Sehr, sehr fein. Nagelprobe, ne, ob es wirklich nach Vintage-Strat klingt. Es klingt alles ein bisschen moderner, vor allen Dingen auch durch das Floyd Rose ein bisschen metallischer. Ist völlige Geschmackssache. Ne? Man kann auch sagen, ey, ich stehe total auf diese Höhen. Ich meine, Van Halen hatte sehr, sehr lange diese extremen Floyd-Höhen, die ich immer geil fand. Insofern muss ja nicht alles immer Vintage sein. Aber im direkten Vergleich ist es wirklich sehr, sehr interessant, wie dann die Ultra-Lux als Maple Neck in der gleichen Position klingt. Ist ein bisschen holziger, nicht ganz so stressig, ja?
Voll geil. Gibt es auch als Rosewood-Variante. Müssen wir mal schauen auf unserer Seite. Wir haben natürlich beide Gitarren und auch die Verwandten unter dem Video verlinkt. Ist ja ganz klar, ist euer Kanal. Ja, das heißt, ihr könnt immer euch die Videos anschauen und dann auch natürlich unter dem Video schauen, was wir alles verwendet haben. Es gibt natürlich die HSS-Variante auch als Maple Neck, beziehungsweise auch die Maple Neck-Variante als Rosewood Neck. Und das ist wirklich schon super geil. Gibt auch eine Telecaster-Version davon, vielleicht hole ich die auch nochmal ins Video. Und das ist natürlich immer ganz, ganz wichtig, dass die Sachen auch verfügbar sind. Ja, ihr könnt mal gucken, bei Instagram und Facebook sind wir auch unterwegs. Und natürlich freue ich mich immer, wenn ihr unter dem Kanal kommentiert, auch abonniert und das Glöckchen läutet. Das muss sein, der Werbeteil, weil das ist euer Kanal. Und ich freue mich wirklich ganz, ganz besonders, dass auch einfach in dieser etwas schwierigen Zeit, die jetzt hoffentlich bald vorbei ist, der Zuspruch dermaßen riesig ist. Und immer wieder geht es natürlich auch um Fender. Ja, Fender ist ein Riesending und ich werde ja oft gescholten, ey, du zeigst nur Fender-Gitarren und so weiter, aber ihr müsst es echt mal beobachten, wenn ihr mal von weiter her kommt und seid mal den ganzen Tag da, wie die Leute wirklich auch um diese Gitarren herumschwänzeln und vor allem diese ganzen verschiedenen Serien auch sehr viel Spaß machen. Ja, also gerade wenn es um so die Ausstattung geht, man ist ein bisschen weniger Vintage-orientiert, man will wirklich ein hochwertiges Instrument haben, dann ist man wirklich mit der American Pro-Reihe oder auch mit der American Ultra-Reihe super gut bedient. Vor allen Dingen dann, wenn man wirklich diese Brummfreiheit genießen möchte. Ja, nochmal. Das ist wirklich der Hammer hier. Natürlich haben wir die ganzen Sachen auch in unserer Session-App sichtbar. Und das ist wirklich eine klasse Sache. Ich zeige euch das gerade mal am Handy. Hier habe ich natürlich die Session-App. Und wenn ich jetzt einfach mal auf die Suche gehe und eingebe Fender, was sonst, und natürlich Ultra Lux, mit der Serie haben wir es ja heute zu tun. Und da kommt schon meine HSS Rosewood Variante hier verfügbar, könnt ihr gleich kaufen oder auch nach dem Weg schauen oder die Kundenbewertung anschauen oder was immer ihr machen wollt. Am liebsten ist es mir natürlich, ihr kommt in den Laden und spielt die Gitarren selber. Und weil es mir heute auch so viel Spaß macht, spiele ich einfach nochmal die HSS, die übrigens mit einem, ich glaube, es ist ein Aluminiumschlagbrett kommt, also nix für empfindliche Fingernägel. Ist nicht jedermanns Geschmack, aber sieht natürlich Porno aus und vor allen Dingen klingt es auch mega geil. Yeah.
da bin ich wieder fast am Ende. Ich habe die Gitarren ganz genauso, wie ich sie gerade im Video gespielt habe, auch wieder in die Ausstellung zurückgestellt. Und ihr könnt natürlich gerne vorbeikommen und die Gitarren hier spielen, beziehungsweise auch alle anderen Fender-Modelle. Auch die Custom-Shop-Sachen, die jetzt hinterm Peter stehen, sind alle für euch hier. Mit Spaß. Tschüss.